Ja, willkommen wieder, liebe Leute, zu FIFA 23. Ja, machen wir einfach weiter. Und ja, wie findet es so? Und auf jeden Fall finde ich es voll cool, wie gesagt. Ja, schauen wir mal, was geht. No? Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Bayern München gegen Real Madrid. Nach drei Bayern Spielen Real, gibt's kaum einen Grund zu meckern. Ja, die wollen auch den Titel. Und wenn sie so weitermachen wie bisher, dann ist das auch realistisch. Bin gespannt, wie sie heute auftreten. Oh shit. Oh, das könnte was werden. Sommer hält, bald ist noch im Spiel. Puh. Und jetzt ist diese Szene beendet. So gehen es die Bayern also heute das sind auf jeden Fall auf der besser, also der ist auf jeden Fall Position. besser. Jan Sommer, Joao Cancelo spielt mit Alphonso Davies in der Abwehr. Leroy Sané steht mit Serge Gnabry auf dem Flügel. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit vier Stürmern sehr aber schlecht. offensiv. Also ich feiere es, das macht echt Spaß, wie gut gesagt. durchgesetzt, gefährlich. Das macht der Torwart sehr gut. Shit. Und ja. Was traust du Karim Benzema heute zu, Buschi? Ist ja ein fantastischer Spieler. Am Ball sicher einer der besten Spieler. Rot, aussehen! Ich glaube, da kann man durchaus eine Karte geben. Gelb Minimum, gell? Da gibt der Unparteiische gleich die Linie vor. Es gibt die Verwarnung. Und für das Foul konnte man die auch geben. Die Spieler sollten gewarnt sein. Ist es das? Mauer steht exzellent. Ball abgeblockt. Da sind sie da. Guter Block. Goretzka. Da ist er. Shit. Da. Er steht gut und holt sich den Ball. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Karim Benzema. Das macht er sicher. Puh. Und sie können klären. Sehr enge Kiste bei uns, Mackie. Jetzt könnte der Pass kommen. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Sané. Jetzt gibt's Einwurf. Der Ballverlust war wirklich unnötig. Ach du Scheiße, das war dumm, ja. Marco Asensio mit Platz. Das war mutig, ne? Einwurf für Real Madrid. Das haben sie offensiv, heavy. Also der oder wie auch immer. Groß mit der Chance. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Sie stören früh, da ist der Stimmt. Ball. Vielversprechender Steilpass. Ob er nicht anders verdient, Mann! Tja, der ist wichtig, ne? Einfach der Torhüter. Also das alles kann er in dieser Szene nahezu perfekt nutzen. Jetzt Oder. Freistoß. Und er hat auch schon gelb. Tschüss. Da muss er doch besser aufpassen. Und damit hat er Feierabend. Zweite gelbe, gelb-rot. Ja, da hätte er sich einfach mehr zurückhalten müssen. Das muss es sein. Er hat weiter den Ball. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Jetzt der Schuss. Das wow. ist sogar der Kurzschuss. Oha. Super gemacht. Artistisch und Krass. Gefährlich war es auch noch. Choupo-Moting. Unaufhaltsam. Der Lupfer jetzt. Nicht zu halten. Wird, wird, wird. Perfekt gemacht. Distanz ist natürlich sehr, sehr kurz. Ja, das ist clever, ist kaltschnäuzig. Lupfer traut sich nicht jeder. Aber hier passt alles. Sehen wir doch mal schön. Du warst schon geil. Ist wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen.
Klasse Ball gewinnen. Vielleicht waren sie jetzt was draus. Tor, Alter, wie scheiße. Zu 10 liefern sie hier eine tolle Leistung ab. Zu 10 geben sie hier alles. Und jetzt haben sie die Führung. Jetzt liegen die Münchner zurück. Er war der Hund rutscht, Alter. Die Bayern im Vorwärtsgang. Oh, viel Platz jetzt. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Ball bleibt hängen. Zieht ganz nach der gelben. Der Hund spielt unfair. Leon Goretzka. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Die Chance für den Konter. Der Konter. Gehalten. Das ist ein Match. Lecker mio. So, Ecke kommt. Geil. Halbherzig geklärt, Ball weiter gefährlich. Aus diesem Angriff wird erstmal. Schau dir den auch, Alter. Gefährlich, keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Rote Karte und das könnte jetzt ein Knackpunkt sein in diesem Spiel. Oh ja, jetzt müssen wir aufpassen. Haben das hier gut im Griff, aber jetzt könnte die Partie noch kippen. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Serge Gnabry. Das muss der Ausgleich sein. Ja, das müssen sie entschlossener machen. Kein Tor. Courtois hat den Ball. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Machen sie gut, aber dann dieser Steilpass, ja, kommt ein bisschen spät und dann ist die Fahne oben. Dann kommt der Abseitspfiff. Ist schon ärgerlich, da hätten sie mehr rausmachen können. Choupo-Moting. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich. Das Spiel ist hier voll geil, Alter. Du machst aber jetzt nicht wieder aus, gell? Das ist ein Match. Bist du deppert, ha? Aber ich meine, der rutscht auch viel, ist eh klar, dass dann viele Rote sind und so. Ja. Sehr offensiv spielt er, aber es ist einfach geil, Leute, oder? Ich meine, da müsst ihr dabei bleiben, ne? Voll cool. Alles wieder offen hier. 2-2. Der wird jetzt sowas von verlieren. Leon Goretzka. Ganz alleine. Courtois gehalten. Ganz starke Parade. Der Ball wird abgefangen, da kommt Groß. Immerhin. Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Schon wieder. Führt den Freistoß kurz aus. Das ist die Chance zum Führungstor. Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Erstmal keine Gefahr mehr. Musiala. Musiala mit dem Ballverlust. Leroy Sané. Gefährlicher Pass von Sané. Vielleicht die Führung jetzt. Courtois ist da. Super aufgepasst. Unglaublich. Mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang. Aufregend. Genial, genial, Leute. Damit oder? Steigen wir ein in die zweite Hälfte. Die Bayern mit dem Anstoß. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Da ist er alleine durch. Das war die Chance, Buschi, aber macht nichts draus. Nee, und den muss er machen. Das muss er. Sicher muss er den machen. Mann. Das ist ja Wahnsinn. Musiala. Ballverlust durch Jamal Musiala. Asensio. Er hat hier die Chance zur Führung. Mhm. Unglaubliches Tor. Seitfallzieher. Was für eine Akrobatische. Mit zwei Leuten weniger. Was für ein Treffer. Da freut er sich.
Aber dann gibt es auch keine Gegenwehr. Und dann fällt so ein Tor. Wir sehen es ja hier in der Wiederholung. Schläft die komplette Abwehr. Sieht man auch nicht ganz so oft. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Serge Gnabry. Choupo-Moting. Super von Courtois. Er hat den Ball. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Moment. Jetzt liegt was in der Luft. Das war eine gute Gelegenheit, aber abgefangen. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Verwarnung gegen das ist nicht normal. Richtig entschieden. Für mich auch, Wolf. Er muss Dampf rausnehmen. Die Bayern bekommen den Freistoß. Noch kommt er ohne Karte davon, aber allzu oft kann er sich das nicht mehr erlauben. Sicher Abseits, war klar. Das hätten sie vermeiden können. Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld musst du natürlich haben, sonst kommt sowas dabei raus. Groß verliert den Ball. Musiala. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Also meine ist so hier oder was? Real Madrid macht weiter Druck, erhöht seine Führung mit diesem Tor jetzt auf zwei Tore. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Chance zum Konter jetzt. Klasse Pass. Das sieht gut aus. Er macht ihn rein. Leeres Tor. So einfach. Das ist so kaum Gespür, oder? Oh Mann. So, der Anschlusstreffer. Jetzt ist Bayern wieder bis auf ein Tor dran. Ich glaube, da geht noch was. Mané bringt den Ball rein. Oh, Leute, Leute. Bester Part, Lever, hey. Kommt das Tor nochmal. Oh, Mann. Von Sadio Mané. Und dann Serge Gnabry vor dem Tor aus kürzester Distanz. Eiskalt, nervenstark. Lässt dem Keeper. Hat er es verletzt? Also, die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute Spaß. Viele Tore, beide Teams offensiv voll da. Er lässt den Gegner stehen. Ist das die Führung? Tor, da ist es. Er bringt sie hier wieder in Führung. Das haben sie sich verdient. Das haben sie sich erarbeitet. So, wer ist verletzt? Was sehe ich denn das? Also. Shit. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. War das die Entscheidung, Buschi? Nee. Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Mané. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Da hat er nur Zeit. Torhüter vor sich. Gibt's da. Er startet zu früh und das ist dann natürlich Abseits. Mané. Gutes Tackling. Goretzka. Gnabry. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Stark verteidigt. Wieder Ecke.
Weiter Gefahr nach der Abwehr von Courtois. Chance auf den Ausgleich. Klasse gehalten von Courtois. Ach, der war nicht einfach. Aus der Distanz. Jetzt können sie kontern. Nur noch der Schild, das gibt's nicht. Immer noch gefährlich. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Das war dumm. Ballverlust von Davies. Stark gemacht, das könnte was werden. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Da ist der Ball an den langen Pfosten. Ah, einfacher Ball. Schlecht. Da ist er natürlich da, aber trotzdem gut aufgepasst. Serge Gnabry. Sie waren schon ganz nah dran am Sieg, Buschi, aber diese Szene könnte das Spiel noch mal zum Kippen bringen. Die Riesenchance auf den Ausgleich mit dem Elfer. Das kann der Ausgleich werden. Das gibt's nicht, Digga. Unglaublich. Das könnte jetzt die letzte Chance für den Ausgleich sein. Dann habe ich es auch nicht verdient. Der Ball gewinnt. Gute Aktion, Spiel raus. Nee. Das ist ja voll langsam. Abseits. Absolut. Das gibt's ja nicht. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Und jetzt der Schuss. Der ist drin. Sie schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Ein weiterer Treffer. Jetzt ist hier tatsächlich wieder alles offen. 5:5 der Zwischenstand. Er hat den Ball, wird da was draus? Die Bayern greifen noch mal an, um hier das Spiel doch noch zu gewinnen. Courtois hält, Ball ist noch im Spiel. Na, ganz sicher, gut geblockt. Da wäre Platz für den Konter. Das gibt's ja nicht, dass meine so langsam sind. Ah, war trotzdem geiles Spiel. Im Moment ist es vorbei. Schlusspfiff am Ende bei diesem Remis. Und damit können Sie. Okay, Leute, war geil, oder? Bis zum nächsten Mal, euer Badl. Ciao.